Microsoft hat kurz vor Weihnachten noch seinen neuen Dienst StreetSight gestartet. Das ist sowas wie Google Street View, nur anscheinend mit aktuelleren Daten. Und das kann man mal ganz schön sehen hier in Berlin, in der Invalidenstraße. Wenn ich hier jetzt anklicke, sieht man erstmal, dass nicht ganz Berlin, sondern nur kleine Teile, also hier so die Touristenzentren und sowas mit Google StreetSight erfasst sind. Wenn ich hier aber mal in die Invalidenstraße klicke, das mal hier anschaue, dann ist es tatsächlich so, ja, hier sieht man es, das ist der Hauptbahnhof hier, wie man schön sieht. Ich gehe mal mehr in die Richtung. So, dann sieht man hier links die Baustelle. Und die gibt es tatsächlich noch. Also das ist nicht, dass man denken würde, okay, das sind Daten von vor einem halben Jahr, sondern die gibt es wirklich noch. So, jetzt vergleichen wir mal die gleichen Kartendaten mit Google Street View. Hier schaue ich erstmal, ziehe ich auch das Männchen auf die Karte und hier sieht man, dass eigentlich ganz Berlin schon erfasst ist. Ich setze das hier mal ab. Hier sieht man, okay, das Wetter war sehr viel schöner, aber die Baustelle hier auf der linken Seite, sollte die eigentlich sein, die ist nicht da. Ich finde persönlich die Navigation auch einfacher, weil ich hier so klicke und egal, wo ich die Maus hin tue, ich lande immer wieder auf der Straße. Im Vergleich hierzu kann ich hier die Straße lang gehen. Ja, das klappt. Also ich kann diese Baustelle entlang fahren. Und das ist natürlich klar, die beiden werden sich jetzt über die Jahre bekriegen, wer das aktuellste Kartenmaterial hat und wer natürlich als letztes gefahren ist, also die Strecken abgefahren ist, hat natürlich das aktuellere. Ob man solche Baustellen unbedingt drin haben will oder bei diesen Wetterverhältnissen das haben will, ich finde, das sieht nicht so ganz nett aus wie bei Google. Google ist immer richtig schön Sonnenschein, scheinen hier drauf geachtet zu haben. Ja, das war es eigentlich schon zu dem Thema. Es dürften auch bei Microsoft viel weniger Häuser verpixelt sein, weil die Leute, also der Hype um diese Verpixelung, ist einfach bei Google viel größer gewesen. Da haben sich viel mehr Leute gemeldet, sind viele Teile und Häuser verpixelt. Bei Microsoft konnte man sich auch melden, kann man sich auch immer noch melden, aber so wirklich, also viel passiert ist da nicht. Insofern könnte man die Chance haben, dass man, wenn man Kartenmaterial hat bei Microsoft StreetSight, dass es dann aktueller ist und auch nicht so verpixelt.